Schöne Stimmung, die wir hier haben am 24. Spieltag in Hannover. Ich grüße euch, der 12. gegen den 7. Wenn ich diese Zahlen vor der Saison gehabt hätte, dann hätte ich vermutet, dass das eine schöne Sache wäre, wenn das andersrum wäre von den Positionen. Wir 12. Hannover auf der 7. Aber es ist positiv für uns und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Da muss man sich teilweise noch ein bisschen kneifen, dass man das wirklich realisiert. Halbfinale, DFB-Pokal und Platz 7 in der Liga. Und das mit dem jungen Kader. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Hannover in absoluter Grottenform zurzeit unterwegs. Die versuchen aber gleich zu Beginn uns hier zu überrumpeln. Hat nicht funktioniert. Ja, und jetzt passiert relativ wenig. Jetzt können wir mal drauf gehen. Zuschauer werden ungeduldig. Vielleicht ist das eine Chance für uns, dass wir eben auch mal das Konterspiel aktivieren, wenn die nach vorne rennen. Jetzt haben wir eine gelbe Karte für Matuschka. Ja, das war blöd. Jopek mit einer 5,5. Der macht den Fehler. Tusche muss reagieren, zieht das taktische Foul, opfert sich damit für die Mannschaft und holt sich da den Karton ab. Aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Nehmen wir das mal ganz runter mit der Geschichte hier und schauen uns das mal an. Was haben wir denn hier? Ein Tor haben wir hier. Was ist denn jetzt kaputt? Timo Werner, 11. Tor. Jung, 3. Vorlage. Ich muss hier lesen, keine Ahnung. Ja, Flanke von Jung. Timo Werner steigt hoch und trifft aus 5 Metern unhaltbar für Zieler in die rechte untere Ecke. Ja, so schnell geht es. Das ist bitter, das ist bitter. Im doppelten Sinne. Hannover nach gutem Beginn jetzt sogar hinten. Und dann verletzt sich auch noch Otschipka und das richtig hässlich. Achillessehnenverletzung, das ist nie wirklich schön. David Wheater kommt jetzt rein. Wo sind wir? Von der Stärke her mit einer 60. Linke Verteidigungsposition, die er jetzt einnehmen muss. Das könnte natürlich jetzt für uns die Chance sein, eben diesen Schwachpunkt nochmal anzupacken. Jetzt habe ich wieder die Chance weggeklickt. Ich habe aber im Moment auch echt kein Glück. So, wo haben wir denn hier? Wheater, das ist er hier. Ja, von der Seite her. Ne? Dann werden wir uns jetzt mal darüber verlagern. Tja, das Konterspiel. Das passt jetzt eigentlich perfekt. Ich lasse es jetzt nochmal. Ich nehme die Absatzfalle weg und werde das Konterspiel aktivieren. Schauen wir mal. So, hier gibt es jetzt kein Tor, Gott sei Dank. Christian Panda aus 26 Metern. Ganz, ganz gefährlicher linker Fuß. Aber Jonas Klein hat da aufgepasst. Tja, und so wie es aussieht, gehen wir hier mit einer Führung in diese Halbzeit. Es hat eine Chance ausgereicht, die wir genutzt haben. Nee, Hannover hat doch noch was vor. Freistoß von Panda. Ich habe es eben gesagt, ganz, ganz gefährlich. Vor das Tor von Jonas Klein, nicht direkt geschossen. Wir blocken schlecht ab, Dribbel kommt zum Nachschuss und Steffen Lang rettet uns, gibt Ecke. Das ist auch wieder eine Sache für Panda, das scheint aber nicht so gefährlich zu sein. Gucken wir. Ja, wieder Steffen Lang. Kimmich auch noch beteiligt. Ich finde es so lustig, diese Einträchtigkeit. Ach, das ist, die Chance ist noch gar nicht vorbei. Die ist noch gar nicht vorbei. Und der ist drin, oder? Lukas Barrios, 1:1. Ich wollte gerade sagen, wie lustig das aussieht, dass wir da wieder komplette 4 haben. Tja, das wollten sie jetzt aber noch haben, das Ding hier. Jakunan hat geschossen, Barrios hat abgefälscht. Und Engelke hat das Absatz aufgehoben und damit... Ja, steht es jetzt hier 1:1, ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm, das kann eben passieren nach solchen Standardsituationen. Eigentlich hätte er vorher schon drin sein können, wenn Steffen Lang sich da nicht reinwirft. Immerhin ist es hier 100% erfüllt. Sieg ist heute möglich, weil wir geführt haben. Vielleicht hat der Manager es noch gar nicht gerafft, dass wir eben nicht mehr führen. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Spielergespräche. Engelke trotz dieses, es ist ja kein Fehler, dass er das Absatz aufhebt. Trotz der Geschichte mit einer 1, ganz, ganz stark. Anthony Jung muss ich auch loben. Aufgrund dessen hier, dass die Moral eben hochgeht. Brand motivieren. Selbstvertrauen, ganz schlecht. Also selbst dann in der zweiten Mannschaft konnte er das nicht aufbauen. Matuschka, das lasse ich mal, weil der gelb hat. Einen darf ich noch. Kimmich. Wir müssen hinten aufpassen. Vorne sehen wir, dass Timo in guter Form ist. Tja. Massagen, wie sieht's denn aus? Ich kann mal sagen, ich baller das alles mal hinten rein. Nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns hinten reinmauern.
Aber das ist unser Prunkstück. Nicht erst seit heute. Und wir müssen daraus wirklich die Energie schöpfen, um nach vorne zu spielen. Nicht andersrum, weil dann wirst du auswärts des Öfteren mit Sicherheit mal abgeschossen. Hannover mag eine schlechte Form haben, aber trotzdem haben die Qualität. Die haben Barrios vorne drin, die haben Jakunan vorne drin. Die haben mit Panda einen sehr, sehr gefährlichen Mann. Okay, wir haben die erste Chance in dieser zweiten Halbzeit. 49. Minute. Timo Werner und Josef Paulsen mit einer sehr, sehr schönen Flanke. Und Ron-Robert Zieler lenkt das Ding zur Ecke, die jetzt, ja, ist die erste für uns im Spiel. Von Matuschka reinkommt. Aber da ist Zieler ganz sicher. Wir können noch Papa bringen. Für Brandt, der mit der 4 nicht so wirklich in die Burschen kommt, ist natürlich auch schwer. Es ist wirklich schwer, in dieser Situation da reinzukommen. Gelbe Karte Kempf. Na, das ist wieder so eine Meckerkarte. Das ist wieder so eine blöde Meckerkarte. Da habe ich eigentlich nicht so wirklich Bock drauf. Unnötige gelbe Karte. Ganz genau so ist es nämlich. Kurz vor der 60. Ist jetzt nicht gut für ihn, ist auch nicht gut für uns, weil wir es da tauschen müssen. Ich fand die beiden nicht schlecht im Zusammenspiel. Lautern und heute eigentlich auch. Aber ich denke mal, mit Serum müsste das auch funktionieren. Gebrochener Arm, Junge. Also alles Pech der Welt verschwört sich momentan gegen Hannover. Erst diese Achillessehnenverletzung, die wir von Ocipka gesehen haben. Jetzt Dribul, der defensive Mann, mit einem gebrochenen Arm. Das dauert nicht so lange, weil darauf muss man nicht laufen, auf dem Arm. Der 62. Huschti hinten drin mit einer 53. Mit einer 53. Das ist ja schon eine Viertligastärke. Hatten sie da wirklich keinen besseren? Wir gucken uns das erstmal noch an. Ich will nicht wieder irgendwas wegklicken. Eckball Panda. Da ist es 1:1 gefallen nach so einer Situation. Und es war wieder eine kleine Chance und das Ding wird wieder gefährlich. Matthias Johansson kann es aber nicht verwerten. Obwohl sich da in der Mitte Lang und Klein eben nicht einig waren. Ich will es jetzt sehen, wo der steht. Der Huschti. Das ist die Seite. Das ist die Seite. Ja, dann werden wir das jetzt mal wieder ändern. Die haben jetzt beide Schwachpunkte verteilt sozusagen, dass es für mich da nicht mehr möglich ist. So, ich denke mal, wir nehmen das alles ein bisschen offensiver jetzt. Weil die zwei Schwachstellen, die können wir nutzen. Die können wir ausnutzen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die hier eine Ecke nach der anderen bekommen. Panda, viele Fee in den 5-Meter-Raum. Barrios gegen Engelke. Klar drüber, aber wieder die Situation durchgekommen. Also du kannst dann nicht jetzt durchschnaufen, wenn da so eine Ecke kommt mit einem Balken. Da war bis jetzt jede auf seine eigene Art oder auf ihre eigene Art war sie gefährlich. Papa für Brandt. Wir haben mit 2 Vierer ausgewechselt. Jetzt haben wir auch sofort nochmal eine Möglichkeit, aber auch nur eine kleine. Schade, Timo Werner, abseits, war aber wohl nix. Ne, wir gehen nochmal drauf jetzt. Wir gehen jetzt nochmal drauf. Das ist eine gute Chance, die wir jetzt haben. Kimmich schaltet sich mal nach vorne ein. Wartet zu lange gegen Zieler. Immerhin gibt es hier noch Ecke. Mal gucken, was daraus resultiert. Palacios, Waldschmidt. Na, Timo Werner jetzt rauszunehmen, weiß ich jetzt nicht. Der ist immer noch gefährlich. Palacios für Paulsen. Ich muss jetzt mal schauen, wie das hier immer der Frische aussieht. Dahut will ich nicht, Jordan will ich auch nicht. Also es läuft auf die beiden hinaus. Jetzt holt sich der Kimmich die gelbe Karte, oh Gottes Willen. Und da haben wir Glück jetzt. Da haben wir Glück, dass der nur gelb bekommt. Die Szene gab es des letzten öfters schon mal. Ist ein Heißsporn, der Kerl. Jetzt kommt Hannover. Mit einer super Möglichkeit. Huschti, selbst wenn er da hinten steht, noch mit der Situation, mit dem Blick nach vorne. Und das Ding ist im Tor. Chris Eagles. Lukas Engelke hat da wieder nicht richtig aufgepasst. Aus 22 Metern drin. Und ich muss jetzt reingehen hier. In die Laufwege. Tja, so schnell geht's. Du führst 1-0 gegen eine verunsicherte Mannschaft. Es bringt dir aber relativ wenig. So, ich will doch, dass der vorne mit reinkommt. So, Abwehrspieler nach vorne. Tja, damals als diese Coldplay Geschichte hier noch in Hamburg, die fand ich so gut. Jetzt hasse ich sie. Tja, haben wir uns selber zuzuschreiben. Normalerweise hätte dieses Tor nicht fallen brauchen vor der Halbzeit. Das war, glaube ich, der Knackpunkt. Nee, ich kann jetzt aber auch keinen
Waldschmidt vorne reinstellen. Jetzt müssen wir nämlich was machen. Jordan, Steffen, Lang. Immer noch die Gefahr der gelben Karte. Ja, wenn, dann ist, glaube ich, das Sinnvollste. Dass der von der 7 runterkommt. Das war ja meine Hoffnung, auch bei Papa. Dass der von der 7 da runterkommt. So, die Abschlüsse werden jetzt lang gespielt. Hier gehen wir auch früher drauf. Einsatz 100%. Passspiel. Abwehrreihe auf 60. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt einfach mit dem vollen Angriff noch was reißen können. 10 Minuten haben wir noch. Die wechseln Pocognoli für Marcello. Das ist, glaube ich, der einzige Wechsel, der eben nicht aufgrund einer Verletzung passiert ist. So, 10 Minuten noch. Wir beschwören nochmal den Geist von Last Minute Leipzig. Josef Paulsen bekommt den Ball. Wieder Flanke von Jung. Vernascht Wieter aus 16 Metern, schießt aber rechts vorbei. Schöne Aktion. Schöne Aktion. Hannover spielt natürlich jetzt auf Zeit. Wir liegen hinten. Wie sieht es von den Chancen aus? Wir nochmal drauf gehen. Es ist nur eine kleine Möglichkeit. Sololauf von Paulsen. Matthias Johansson klärt erstmal. Paulsen bekommt den wieder und der Ball ist wirklich im Tor. 85. Minute. Ja, wir waren aber auch dabei von den Chancen. Wir waren dabei von den Möglichkeiten. Jetzt lasse ich sie stehen. Jetzt haben wir nämlich die psychologische Handtasche und können noch nachlegen. Ich hoffe. Nochmal ein guter Angriff von uns. Paulsen, ach Mann. Jetzt hat er doch gerade das Tor gemacht. Warum ist er jetzt unkonzentriert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir haben noch 3 Minuten Nachspielzeit. Hannover. Warum haben die so wenig Stärke? Ach so, wahrscheinlich wegen den Positionen, ja. Tolle Parade von Klein. Das ist eben jetzt wieder die andere Seite. Da hätte es jetzt sofort schon wieder ganz, ganz duster aussehen können, wenn der Jonas da nicht gestanden hätte. Gegen Jakonan. Klasse Aktion. Ja, und da ist der Schlusspfiff. Tolles Spiel, was wir im Textmodus gesehen haben. Da war alles dabei. Wir führen. Dann das Ding kurz vor der Halbzeit, wo ich gedacht hätte, der geht eben nicht rein. Falsch gedacht. Dann liegen wir sogar hinten. Klasse Tor, was sie da erzielt haben. Die Hannoveraner über den Chris Eagles. Und das war wieder Last Minute Leipzig. 85. Minute. Unser Däne Josef Paulsen mit dem 2:2. War natürlich Glück dabei, dass er den Ball wieder bekommt, aber meine Güte, braucht man auch mal. Super Geschichte, wir hören uns gleich sofort wieder. Ja, ich glaube, Auswärtsfahrten nach Hannover, die lohnen sich. Da war ja wieder alles drin. Deswegen mag ich den Textmodus einfach so. Du kannst dir nie sicher sein, was passiert. Weil eben auch der Überraschungsmoment immer da ist. Du siehst eben teilweise nicht, was passiert. Manche Texte kennst du, da kannst du dir das ungefähr denken, aber jetzt das 2:2 zum Beispiel. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass der reingehen würde. Und auch vorher nicht, das 1:1 mit diesem abgefälschten Ball mit der Hacke. Das haben wir ja auch schon 50.000 Mal gelesen. Aber anscheinend gibt es da wirklich einen Text, der eben nicht den Ballcentimeter am Tor vorbeikullern lässt, sondern ihn reingehen lässt mit der Absatzposition, die aufgehoben wurde. Tja, Engelke in der ersten Halbzeit hui, in der zweiten fui. Von einer 1 auf eine 3 zurückgefallen, ist aber insgesamt immer noch meckern auf sehr hohem Niveau. Pausen 2,5. Timo hat auch nachgelassen. Der war ja auch ganz stark in der ersten. Hat am Ende eine 3,5. Immerhin hat er getroffen. Sire 4,5, Papa 4. Das hilft ihm jetzt auch nicht wirklich weiter für seine Note. Der Jordan bekommt gar keine mehr. Tja, Ex-Manchester United-Akteur Chris Eagles mit einer 2. 29 Jahre mittlerweile alt, wie die Zeit verfliegt. So, ja, Form von 14. Der trifft ja nicht so oft, wie wir sehen. Zweites Tor heute in 22 Einsätzen. Wie lange ist denn der schon hier? Mal gucken hier. Tja, das ist auch so ein kleiner Inkonstanzfaktor. Der spielt mal 7 Spiele grottig und dann hat er eine 1. Und heute war anscheinend wieder so ein Spiel, wo er dann mal einen raushaut. Ist dann halt unglücklich, dass es uns das getroffen hat. Aber meine Güte, was hatten wir schon für Glück. Jetzt auch mit den Verletzungen. Was hat's die da weggefedert? Der Uchipka, ganz, ganz starker Linksverteidiger. Und dann nachher hat sie noch Dribol erwischt. Der auf seinem Defensivposten neben Neustädter auch sehr, sehr sicher aussah. Tja, ich habe gesagt, dass wir gewinnen können, das Spiel. Darauf natürlich umgemünzt, dass wir eine tolle Form hatten. Selbstvertrauen hatten nach dem 3:0 gegen Lautern im Pokal. Und Hannover einfach, tja, fast alles verloren hat in letzter Zeit. Ein Unentschieden. Und heute eben mal wieder so ein kleiner Lichtblick. Wir kennen das ja, dass wir Mannschaften aus dem Tal der Tränen holen. Wir sind, glaube ich, die sozialste Mannschaft der ganzen Liga. Tja, im Endeffekt würde ich auch sagen, dass es in Ordnung geht. Wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz. Die hatten etwas mehr Chancen, etwas mehr vor der Kiste.
Eagles ist Spieler des Spiels geworden. Wir hatten tolles Wetter, 12 Grad. Also ganz ähnlich, wie es momentan auch draußen aussieht. Aber ich habe gehört, dass morgen passend zum Wochenende das Wetter schlechter werden soll. Das passt ja mal wieder wie die Faust aufs Auge. Gucken wir auf die Ergebnisse. Es bleibt bei der 7. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, wir haben aus den letzten 5 Partien nur 1 gewonnen. Und das ist auch schon wieder 3 Spiele her. 2 unentschieden, einmal verloren, 39 Punkte. Aber die wollen vor uns ja auch alle nicht. Dortmund, Stuttgart, Bayern. Das sind die Top 3. Jetzt, vorher war ja noch Schalke da oben dabei, aber die verlieren heute 3-0 sang- und klanglos gegen Hertha BSC Berlin zu Hause. Also da scheppert es wahrscheinlich auch ordentlich im Karton. Bremen verliert. Leverkusen klettert von der 8 auf die 6. Wir unentschieden. Frankfurt verliert schon wieder. Tja, und dann auch Hoffenheim. Nürnberg, Wolfsburg und Gladbach gewinnen, aber das schiebt sich alles immer noch dichter zusammen. Wir haben jetzt zwischen Platz, ich nehme jetzt einfach mal Schalke, 43 Punkte bis runter zu Hoffenheim. Das sind 8 Punkte Unterschied, das sind 6 Plätze. Also hier oben kann alles noch international spielen letztendlich. Ich würde auch fast sogar noch Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, Hoffenheim natürlich dann so ein bisschen dazu zählen. Das sind 9 Punkte, das sind 3 Siege. Und bei der Inkonstanz, die momentan hier oben herrscht, kannst du mal mit ein paar Siegen, die du selber erzielst, mal ganz schnell oben sein. Es spielt ja auch immer jeder gegeneinander, ne, dass sich Punkte wegnehmen. Das ist ja echt auffällig zurzeit. Tja, und unten hat sich bis auf den Sieg von St. Pauli, wo haben die denn gewonnen? In Nürnberg, ja. In Nürnberg gewinnen die. Damit haben sie jetzt wieder Mainz runtergeschubst auf die 18, 10 Punkte. Schaut euch das mal an, was das für eine Kluft ist. 26 Punkte hat Hertha auf der 15. 11 Punkte Abstand schon für Lautern auf dem Relegationsplatz und dann eben schon 13 von Pauli auf Hertha BSC. Ach Mensch, ja, da können wir doch fast schon sagen, das Ding ist gegessen. Ich meine, dass wir nicht mehr absteigen, das war klar, aber mittlerweile muss sich auch Hertha keine Sorgen mehr machen. Das geht unter den 3 Mannschaften unten aus. Da kann jeder noch den 16. holen, aber auch den 18. Worauf natürlich kaum einer scharf ist. So, die zweite Bundesliga. Ja, es geht da auch ähnlich zu wie bei uns oben, dass eben die Mannschaften oben auch immer teilweise schwächeln. Man sieht es gut an Augsburg. Die haben jetzt mal 2-mal gewonnen, aber davor, das war ja auch gar nichts. Freiburg hat 2 schlechte Spiele gehabt, Düsseldorf 2 schlechte Spiele und bei Ingolstadt auch 3. Also du siehst hier keine Mannschaft, die wirklich hintereinander mal Spiele gewinnt. Genauso sieht es unten eben aus. Dresden, da ist so der kleine Funke wieder erloschen. Die verlieren heute auch wieder. Tja, und es bleibt bei den 9 Punkten. Ist natürlich noch lange nicht so ein großer Abstand, wie das bei uns in der Bundesliga ist. Da hat zumindest die 16. Mannschaft 18 Punkte. 16 Punkte, da ist noch der Abstand wieder hergestellt. Aber es wird trotzdem schwer für Dresden. 1-4 gegen Freiburg. Und das war ja in Freiburg, was davor auch nicht gewonnen hat, 2 Spiele. Da musst du doch einfach mal zu Hause was machen. Und wenn es eben nicht geht, dann musst du die eben tot beißen. Übertrieben gesagt natürlich. Da musst du einfach wie so ein nerviger kleiner Dackel, musst du unten an der Hose hängen. Und wenn der das Bein hebt, dann musst du immer noch an der Hose hängen. Aber das fehlt mir einfach bei Dresden. Die haben mal 1 Spiel gewonnen oder 2. Das ist normalerweise für jede Mannschaft ein absoluter Indikator für Aufbäumen. Und was passiert? Ein Heimspiel gegen Freiburg, zack. 1-4. Tja, das meine ich mit Siegesserien. Stuttgarts zweite Mannschaft, 5-mal in Folge in der dritten Liga, haben sie hier gewonnen. Dürfen natürlich nicht aufsteigen, deswegen Osnabrück nach wie vor auf dem Relegationsplatz. Dann kommt Bochum. Also das würde mich ja freuen, wenn Bochum das doch wieder noch schaffen würde. Das ist ja nur, das ist überhaupt kein Punktunterschied. Und das ist nur das Torverhältnis. Ein weniger geschossen, ein paar mehr kassiert, das ist es eben. Was sie dann gegen Osnabrück trennt. Tja, Münster immer noch auf der 18, Heidenheim auf der 16, da wird immer weiter fröhlich verloren. Tja, weiß auch nicht, was da los ist mit den Favoriten, den ehemaligen Favoriten, auch Rostock. Was wir da falsch gemacht haben in diesem Let's Play, weil die sind ja in jeder Saison schlecht, es ist ja nicht nur, dass mal einen Ausreißer gab. Okay, was habe ich denn gesagt zu dem ganzen Spiel? Bedauerlich, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat, eigentlich haben wir verloren, es ist traurig, dass wir die Führung nicht halten konnten, aber letztendlich bin ich mit dem Resultat doch irgendwo zufrieden. Wir haben eine gute Mannschaft mit einigen großen Talenten. Übertreibt man nicht. Also er übertreibt und untertreibt. Im ersten Bereich ist eben die Reaktion übertrieben, weil wir haben eben nicht verloren. Wir haben ja in der letzten Minute, letzten Sekunde noch Last Minute Leipzig-like den Ausgleich geschafft.
Und am Ende, wir haben eine gute Mannschaft mit einigen großen Talenten. Ich würde mal fast sagen, das sind überwiegend große Talente, die wir drin haben. Und wir spielen in der ersten Saison mit in der Bundesliga. Wir sind immer noch Siebter. Also da bin ich wirklich frohen Mutes. Wir wissen ja auch, was in der Sommerpause dann auf uns einprasseln wird, was dann noch neu verpflichtet wurde. Also da geht's steil bergauf. Wir haben Erfahrung mit Schwegler. Wir haben noch wirklich Top-Jugendspieler mit Stendera zum Beispiel. Dann kommt ja auch Selalem wieder. Grosdanic kommt zurück. Olsson kommt von Arsenal, von der zweiten Mannschaft. Und das sind ja ablösefreie Spieler. Ne? Wir bezahlen noch nicht mal was drauf. Wir haben zwar das Gehalt, aber wir verstärken uns da wirklich sehr, sehr effektiv. So, zweimal Gladbach. Raphael und Kruse bei den Torschützen. Ihr seht schon, nicht wirklich die Top-Kräfte dabei gewesen. Hat auch keiner zweimal getroffen. Eagles hat reingeschafft. Zweimal Stuttgart, zweimal Gladbach, das haben wir schon gesagt. Zweimal Wolfsburg, immer im Päckchen unterwegs hier, oder wie? Ne, dreimal Wolfsburg, stimmt nicht. Der ist ja auch noch da, der Patrick Ochs. Ich habe nur das Trikot gesehen, da dachte ich, okay, Hoffenheim. Marot von Nürnberg. Also ey, leck mir doch die Füße. Warum ist denn Marot, warum ist der Spieler des Tages? Nürnberg verliert gegen St. Pauli, gegen den Tabellenletzten mit 0:1. Also der hat nicht zu 0 gespielt, der Kerl. Warum in aller Herrgotts Namen wird der Spieler des Tages? Ist es jetzt wieder so ein Bug-Festival wie damals mit dem einen Typen von Burghausen in der ersten Saison, der permanent hier in der Elf des Tages den Platz blockiert hat, obwohl Burghausen nur verloren hat und ganz unten war? Ey, also weiß ich nicht. Gehen wir mal weiter. 3,45, Hannover besser, 3,23. Das Auffällige ist, dass wir teilweise doch Punkte holen, selbst wenn wir schlechter sind als der Gegner. Ich weiß nicht, ob ihr das auch feststellen konntet. Aber letztendlich ist das hier sowieso alles egal. Das geht um die Punkte, die letztendlich dann in der Tabelle da stehen. Und ob wir jetzt hier auf Platz 9 sind, das kann einem relativ egal sein. Natürlich waren wir schon besser, aber wir haben damals auch nicht so hoch gespielt, dritte, zweite Liga. Muss man eben alles in der Relation sehen. Tja, es hat wirklich keiner zweimal getroffen, wie ich gesagt habe. Egal, wo man jetzt hier guckt, alles nur einmal. Mandzukic natürlich wieder, da wäre auch, glaube ich, ein verlorener Tag, wenn der nicht treffen würde. 22 Tore, 8 Buden Vorsprung vor Zoller und De Jong. Dann Barrios auf der 4, heute getroffen. Timo Werner getroffen. Also das ist schon auffällig. Also die beiden besten Stürmer ihrer Mannschaften heute auch wieder erfolgreich gewesen. Obwohl es bei Barrios natürlich ein bisschen Glück war, ne, dass er angeschossen wurde. Aber da musst du eben auch als Stürmer stehen. Das ist es. Okay. Die Notenbestenstatistik. Ich gehe immer so ein bisschen zwei Spiele zurück, weil ich gucken will, wo der Jung ist. Der ist nämlich immer noch da, auf der 2,7. Hat ja heute auch wieder die Vorlage gemacht, mit einer super Flanke. Da können wir uns drauf verlassen, dass selbst wenn wir mit unseren Linksaußen, Rechtsaußen nicht wirklich Impulse geben können, nach vorne durchkommen, dann kommt halt einfach der Außenverteidiger mit. Ne? Das hat man heute auch wieder gesehen. Ob das jetzt lang ist oder jung ist, das spielt dann keine Rolle. Qualität ist da ausreichend vorhanden. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier aussieht. Oczipka, 2 Wochen. Gott sei Dank nichts wirklich Fieses. 8 Wochen Tribul. Ich habe eben noch gesagt, es ist bestimmt genau andersrum, dass der Achillessehnenverletzte länger ausfallen wird und der mit dem gebrochenen Arm in der nächsten Woche schon wieder mit einer Schiene rumrennt. Im Fußballmanager aber nicht. Da ist er 8 Wochen weg. Naja, das ist nicht so wirklich Realismus pur. Kimmich hat die Führung übernommen. Mal herzlichen Glückwunsch. Applaus für den Heißsporn. Guckt doch schon so ein bisschen knistig. Tja, aber solange er nicht vom Platz fliegt, ist mir das in Ordnung. Die rote Karte, die er hat, die war ja nicht fair. Die haben wir ja, das stand ja auch damals im Text, dass das übertrieben war. Heute hätte er es aber haben können, bekommen können. Das war nämlich eine Tätigkeit, da hat er Glück gehabt. Ja, wie ich sage, das gleicht sich immer irgendwo aus. Marktwert, Verlängerung, Vertragsverlängerung. Raphael, Manchester United, Umtiti für Mailand, Benzia bei Lyon. Ashley Young bei Manchester. Bayern hat Contento gebunden. Wo ist der eigentlich? Spielt der noch bei Bayern? Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Da war ja so eher noch die Renaissance von Rafinha. Contento? Keine Ahnung. Aber ich gucke das. Ich bin da jetzt auch nicht so wirklich verankert bei den Bayern. Nur mir fiel das irgendwie auf. Contento hört man gar nicht mehr. Wurde er damals auch reingeschmissen in die Mannschaft. Hat sich ganz gut gemacht. Naja, die Bayern-Fans unter euch, die können mir bestimmt was dazu sagen. Ob der da wirklich noch Perspektive hat, ob der überhaupt regelmäßig zum Einsatz kommt.
Mich interessiert es ja auch, einen Dialog mit euch dann auch mal über die realen Themen zu führen. Wir haben ja den Fußballtalk mit Bergi zusammen, wo wir dann auch immer ein bisschen was zum Besten geben. Papa, was will der denn? Für seine Position, was meint er damit? Welche? Linkes Mittelfeld, links außen, zentrales Mittelfeld, Mittelfeld allgemein, keine Ahnung, es steht nur Mittelfeldspieler.